Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SG Sturm hat soeben einen 3:1 Heimsieg zu Hause gegen den Lars gefeiert. Und ja, unsere Jungs auf jeden Fall. Für mich ein bisschen überraschend, dass man das Ganze jetzt wirklich so souverän gestaltet hat. Man muss sagen, es war jetzt nicht das große Topspiel der Runde. Also weder von unseren Blackies noch von den Linzern. Aber am Ende zählt für mich persönlich das Ergebnis und ja, die Leistung. Zumindest teilweise, sage ich mal, okay, man war kaltschnäuzig vom Tor. Man hat die wenigen Chancen, die man gehabt hat, gut ausgenutzt. Und deswegen das 3:1 in meinen Augen auch nicht unverdient. Das Spiel ja wirklich gleich mal losgestartet, ziemlich fulminant. Die Linzer wollten schon ein bisschen Tempo gehen in den ersten Minuten, aber ja, unsere Grazer, da vielleicht ein bisschen verschlafen nach diesem wirklich aufopferungsvollen Cup-Spiel. Ist es auch irgendwo verständlich. Auf jeden Fall hat der Lask relativ früh das 1:0 gemacht, in Minute 11 herum. Der Ball kommt über unsere rechte Abwehrseite, links eben bei den Linzern, in unseren 16er zu Ullmann. Und der zieht richtig schön ab, also wirklich für mich unhaltbar, der Treffer. Aus verhältnismäßig Spitzenwinkel schön ins Kreuz zum 1:0 für den Lask. Unsere Blackies können aber gleich mal die Antwort danach geben. Gott sei Dank, in Minute 17 ist es nämlich ein Elfmeter für unseren SK Sturm, der uns zurückbringt. Zunächst Peter Schuh im Laufduell mit dem Schlussmann des Lask. Und ja, der Schiri gibt in den Elfmeter. Kein Platzverweis, eine ja, kann, nicht muss Entscheidung. Der Elfer war klar, aber die rote Karte, okay, weil ein Verteidiger dabei war, wohl auch nicht unbedingt ja, zu geben gewesen. Der Elfer auf jeden Fall von Daniela relativ lässig in die Mitte, so ein bisschen drüber gelupft über den Lask-Goalie und der trifft eben zum 1:1 Ausgleichstreffer für unseren SK Sturm. In der Folge, das Spiel für mich eher ein bisschen ausgeglichener dann. Also unsere Schwarzen, ja, man hat es gemerkt, man war jetzt nicht ganz fit, man hat jetzt auch nicht so viel rotiert, wie ich es mir persönlich erwartet hätte. Aber der Lars konnte auch nicht wirklich, was mich persönlich verwundert hat, denn gerade die Anklickzeit müsste den Linzern eigentlich in die Karten spielen, habe ich mir gedacht, aber so war es dann im Endeffekt dann doch nicht. Und ja, unser SK Sturm hat dann eben auch geschafft, das Spiel sogar zu drehen. In Minute 22, glaube ich, ist der Treffer gefallen. Peter Schul zieht aus der Distanz ab. Und ja, Perwan im Linz-Tor, der sowieso nicht seinen allerbesten Tag hatte, lässt den Ball dann aus und dann kommt Daniela und stoppt ab zum 2:1 für unseren SK Sturm. Also Sturm dreht in wenigen Minuten die ganze Partie. In der restlichen zweiten Hälfte kam dann von beiden Mannschaften für meine Verhältnisse nicht wirklich was Gefährliches. Mit dem 2:1 ging es dann auch in die Kabine. Gleich nach Wiederbeginn dann Sturm mit dem Paukenschlag, mit dem dritten Treffer. Sehr schön rausgespielt diese Aktion, Schul auf Allah. Allah wieder auf Schul und Peter Schul über links, dann zieht den Ball nochmal in die Mitte, richtig punktgenau auf Danny Allah, der völlig frei aus kurzen Winkel dann einschießt und eben den dritten Treffer in Minute 46 erzielen kann. Das ist schon die Vorentscheidung gewesen in der Folge. Unsere Blackies, so ehrlich muss man sein, haben sie das Spiel ein bisschen eingestellt, also das Fußballspielen, aber auch die Linzer, die wollten zwar, aber sie konnten irgendwie nicht. Und ja, so richtig hundertprozentig gefährliche Chancen gab es sehr selten vom Lask, beziehungsweise erinnere ich mich an keine jetzt wirklich zwingende Chance, wo ich jetzt in Schwitzen gekommen wäre. Ich schwitze zwar, aber das liegt eher an den Temperaturen. Und ja, das Ganze ging eben dann so ein bisschen hin und her. Es plätscherte eben so dahin. Auf jeden Fall, die Linzer zwar überlegen, aber da kam nicht wirklich was. Am Schluss nochmal unser SK Sturm, der eingewechselte Dombonji mit einem richtig guten Kopfball, der toll pariert wurde vom Linzer Schlussmann. Und ja, am Ende durfte man sich eben im schwarzen, schwarz-weißen Lager freuen. Es gab übrigens noch einen Ausschluss für den Lask Bogatetz, den kennen die schwarz-weißen Fans sicher noch aus seiner Zeit beim GAK, kam ja auch mal aus der Sturmjugend, für die, die sich noch erinnern. Und im Endeffekt, ja, bekam er eben die gelb-rote Karte, indem er Peter Schul umsetzte. Seine erste gelbe war übrigens auch völlig zu Recht. Ich glaube, das war sogar eh das Elfer-Foul. Auf jeden Fall, ja, die letzten 10 Minuten waren jetzt nicht unbedingt einflussreich für dieses Spiel. Aber Sturm gewinnt 3:1, der Vizemeistertitel ist uns kaum noch zu nehmen. Da müsst ihr schon mit dem Teufel zugehen. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Der Cupsieger hat wieder zugeschlagen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.